Pranavayu ist im Allgemeinen für deine Atemtätigkeit und deinen Denkprozess zuständig. Nun, wenn das passiert, kommt Trägheit in den Körper. Dein Prana zwischen dem Nabel und der Halsgrube funktioniert nicht so, wie es sollte. Deine Atemtätigkeit und dein Denkprozess und dein Geruchssinn werden geschwächt. Diese drei sind sehr wichtig für dich, um ein lebhafter Mensch zu sein. Schau, es gibt verschiedene Bewegungen im Körper, die jeder Einzelne bis zu einem gewissen Grad kennen mag. Wenn du ein Arzt bist, denkst du in Begriffen wie fließendem Blut und anderem, du weißt schon. Ablaufende Drüsenfunktionen, die deine Stimmungen und deine Erfahrungen bestimmen. Aber es gibt noch etwas Tieferes als das. Das Erste ist die Bewegung der Energie, die Bewegung der verschiedenen Vayus im System. Es sollte keine Blockaden geben. Es gibt also lebenswichtige Passagen im Körper, insbesondere im Kopfbereich. Wenn diese Passagen blockiert sind, ist es eine große Anstrengung, eine überschwängliche Lebensweise aufrechtzuerhalten. In diesem Zusammenhang werden wir die nächsten 5 Vollmonde damit verbringen, die Mechanismen zu untersuchen, die einen Menschen freudig und überschwänglich machen. Was ist der Mechanismus? Was muss man tun? Das Wort Vayu bedeutet wörtlich das, was sich bewegt und bezieht sich im Allgemeinen auf die Luft. Gerade jetzt bewegt sich die Luft mit viel Kraft, du kannst sie nicht übersehen. Sie bewegt eine Menge Dinge mit sich. Dieser Aspekt, den wir als Vayu bezeichnen, ist also das, was sich bewegt. Es ist auch ein Element. Innerhalb des Körpers manifestiert es sich ganz grundsätzlich als 5 elementare Vayus. 5 basic Vayus. Nun, wenn du es ein wenig tiefer verstehen willst, werden daraus 10. Wenn du alle Feinheiten darüber wissen willst, werden daraus 84. Aber sie sind zu subtil. Du wirst dich mehrere Leben lang darauf fokussieren müssen, um diese Dinge herauszufinden. Im Allgemeinen, wenn du die 5 Vayus an ihrem Platz und in Gang bringst, werden die anderen Dinge ganz natürlich in Bewegung kommen und von selbst funktionieren. Was diese Vayus bedeuten, ist, weil sie alles im System bewegen. Wenn sich deine Verdauungsfeuer bewegen müssen, werden diese Panchavayus gebraucht. Der Stoffwechsel muss ablaufen, Nährstoffe müssen sich im Körper verteilen, Abfallstoffe müssen aus den Zellen entfernt werden. Damit all das geschieht, braucht man Bewegung. Wenn du die Bewegung stoppst, wirst du sehen, dass der Körper nicht in der Lage ist, das Leben zu erhalten. Ob also der Fluss uneingeschränkt abläuft oder ob es ein eingeschränkter oder verstopfter Fluss ist, das ist der Aspekt, den wir betrachten. Um richtig zu atmen, wenn du ein Kind beobachtest, wirst du sehen, wenn ein Kind schläft, wirst du sehen, dass ein Kind so atmet, dass der Atem größtenteils zwischen der Halsgrube und dem Nabel ist. Er dehnt den Unterbauch nicht, er ist nur hier und hier, nicht hier. Manche Erwachsene haben sich vielleicht angewöhnt, durch den ganzen Bauch zu atmen. Nun, wenn das passiert, kommt Trägheit in den Körper. Wenn du Gase unterhalb des Nabels erzeugst, das heißt, wenn du bestimmte Arten von Lebensmitteln isst, nun, wir haben das mit denjenigen von euch, die in Inner Engineering waren, schon besprochen. Wenn du zu viel knolliges Essen wie Kartoffeln und andere knollige Substanzen zu dir nimmst, wirst du Gase unterhalb des Nabels erzeugen.
Wenn du dort Gas erzeugst, wird dein Prana zwischen dem Nabel und der Halsgrube nicht so funktionieren, wie es sollte. Und die Dynamik, das Dynamikniveau in deinem System wird absinken. Dies ist ein Grund dafür, dass jene, die meditieren wollen, die Studenten sind und die ihren Geist fokussieren und eine lange Zeit wach bleiben müssen, solche Substanzen nicht essen sollten. Ein weiterer Grund, warum dies heute auf der ganzen Welt geschieht, ist, während die Welt oder während die Narren denken, dass sie immer moderner werden, werden ihre Lebensmittel immer älter und älter und älter. Frische Lebensmittel sind für die Unzivilisierten. Wenn du sehr zivilisiert bist, musst du in einen Supermarkt gehen, eine Dose kaufen. Sie hat eine Plastikhülle. Man nimmt sie und wirft sie weg, wohlwissend, dass sie nicht biologisch abbaubar ist. Und die Dose besteht aus etwas anderem, normalerweise Plastik oder Aluminium oder was auch immer. Danach, wenn du willst, kannst du es in der Mikrowelle erwärmen, was eine weitere schlechte Sache ist, die du tust, und essen. Das kann mindestens 3 Monate alt sein. Nein, es war im Kühlschrank, es ist konserviert. Und sie haben Konservierungsstoffe hinzugefügt, damit es nicht schlecht wird. Das ist ein doppelter Fehler. In der yogischen Tradition musst du, wenn du etwas kochst, es innerhalb von höchstens 1,5 Stunden verzehren. Bei bestimmten Arten von Lebensmitteln sind bis zu 4 Stunden in Ordnung. Darüber hinaus fasst man sie nicht an. Es spielt keine Rolle, wie lecker es ist, wie gut es ist. Man fasst nichts an, denn dann wirst du Gase im System entwickeln. Gase nicht nur im Magen, die du natürlich spürst, sondern du entwickelst Vayus im System, die gegen dein Pranavayu arbeiten. Das bedeutet, dass deine Atemtätigkeit, dein Denkprozess und dein Geruchssinn über einen gewissen Zeitraum hinweg geschwächt werden. Diese drei sind sehr wichtig für dich, um ein lebhafter Mensch zu sein. Das sind alles verschiedene Wege, um verschiedene Pranas und verschiedene Möglichkeiten zu aktivieren. Das Einfache, was du tun kannst, ist, sagen wir, 6-7 Minuten. Du wirst sehen, dass das System wieder mit Energie aufgeladen wird.